So, oh, steckt den Standbild schon wieder. Das macht mir jetzt aber gar nichts. Das stört mich überhaupt nicht. Wir haben den zweiten gekillt. Direkt auf der Feuerwache. Aber diesmal mit dem zweiten Schuss. Komisch, dass er nicht umwelt geworden ist. Und das war wieder der Jamal. Der war doch disconnected. Jetzt ist er doch wieder weg. Ich glaube, jetzt hat er auch keinen Bock mehr. Alter, was war das denn für eine Aktion? Hab ich einen Herzinfarkt gekriegt, als der da hochkam, ey. Wieso hat der denn schon wieder so schnell eine AK gehabt? Wieso geht der überhaupt in den Turm nochmal rein? Der hat schon eine AK gehabt. Was für ein Trottel. Oh, erstmal runterkommen. Erstmal runterkommen. Wo liege ich normalerweise immer? Hier oben, ne? Komm mal. Achso, nachgeladen habe ich glaube ich schon. Habe ich gerade irgendeinen Zombie anvisiert oder sowas? Oha. Aber das meine ich. Ich renne in die Stadt. Ich wusste, dass das eine schlechte Idee war. Genau dann kommen nämlich die neuen Leute. Da liegt er. Aha. Weg die Sau. Oha, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ah, ich habe auch wieder die Scheißvisier. Zombies sind auch wieder weg. Oh, ist noch kräftig am Blut. Jetzt liegt er schon zweimal da drin. Okay, da waren noch meine Zombies in Despawn. Alter, ey. Gut, dass er nicht hinterhergekommen ist. Ey, hatte ich eine panische Angst. Aber ich hatte den ja schon was reingedrückt. Wieso muss ich den zweimal mit der Sniper treffen? Ich habe den 8 Kugeln, glaube ich, reingedrückt. Oh, Alter, ey. Oh, jetzt wieder gene Leere hier, ey. Das ist doch kacke. Ich würde ihn gerne nochmal ausnehmen, aber wenn ich laufe jetzt da bestimmt nicht nochmal hin. Aber, na gut, er war jetzt bestimmt 10 Minuten lang sich ausrüsten, aber dass er wieder eine AK gefunden hat, überrascht mich aber schon. Aber er versucht es nochmal. Er ist noch am Start. Ich glaube, er will da nochmal hinlaufen. Dann holen wir ihn nochmal ein drittes Mal weg, wenn es sein muss. Naja, diese Aufnahmesession war viel geiler als die erste, muss ich bis jetzt schon, muss ich sagen. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange ich aufnehmen, weiß keine Ahnung. Also wenn ich jedes Mal mit zwei Standbildern in eine Aufnahme komme, mache ich sofort mal einen Cut, damit das nicht zu solar synchron wird. Ich glaube, das stört auch glaube ich, keinen. Und ich muss mal gucken. Also ich habe jetzt die Grafik auf normal, sonst muss ich die mal auf niedrig stellen, weil sieht echt nachher noch pixelig aus, habe ich auch keinen Bock zu. Oh, ist das geil. Zwei Stück in der Feuerwache gekillt. Okay, die Zombies spawnen. Ja, es kann weitergehen. Ach ne, wieso vergisst mein scheiß Binoculars weg? Glaubt der Jamal kommt noch mal. Ich hab das im Blut. Er kommt, er will seine Leiche holen. Er ist bestimmt jetzt wieder, wie ich glaube, in Elektro gespawnt und kommt jetzt wieder hingelaufen. Aber den killen wir noch mal. Sein Pech. Aber er hat nicht auf mich geschossen, muss ich sagen. Naja. Hätte das gemacht, hätte er jetzt eine dicke Sniper gehabt. Er hätte alles gehabt. Innerhalb von 10 Minuten. Aber ich glaube, er war dann noch mehr überrascht als ich. Oder genauso, weiß ich nicht. Mir auch egal. Aber ich habe ihn echt tierisch erschrocken. Wir gucken nochmal hier unten. Der wird sich seine Leichen holen. Der wird sie jetzt nicht nochmal neu ausrüsten. Da liegt jetzt zweimal seine Leiche mit AK-Muni und alles. Der wird sich nicht nochmal neu ausrüsten. Und ich glaube immer noch nicht, dass der weiß, wo ich bin. Ein Zombie? Was war denn hier ein Zombie? Na komm, da geht doch noch mehr. Hier die Spot oder was, oder ist er jetzt da abgelaufen, weggelaufen? Weiß ich jetzt nicht. Ja komm, egal. Wir gucken weiter. Er ist noch drauf. Er wird auch wieder hierher kommen. Er wird wieder hierher kommen.
Ja, da hinten zu gucken kann ich jetzt fast eigentlich vergessen, das wird eigentlich nichts mehr. Und wenn er sich die Leiche wiederholt, die kriegt er nicht so leicht wieder. Ja, das ist ziemlich offen, den werde ich, sofort treffen, wenn er da wieder liegt und sich ausnehmen will. Das wird er nicht schaffen. Das wird er nicht schaffen. Und ich sehe schon, ich habe jetzt wieder gute Laune und gleich werde ich von hinten pam pam pam. Da bin ich hier verpiert. Habe ich wieder nichts. Ich glaube, ich mache mir so eine Airfield-Aufnahme, wenn ich am Airfield bin. Aber ich weiß nicht, ob ich mal von Anfang an ausrüste. Mal keine Ahnung. Das machen schon so viele. Ich glaube, das ist nicht mehr so spannend. Ich finde sowas hier ganz geil. Oder wenn ich mal ein Heli habe, will ich natürlich auch aufnehmen. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes hier. Oh, jetzt haben wir keine Zombies. Aber ich habe das Gefühl, der kommt noch. Der kommt noch einmal. Einmal will er noch seine Leiche holen. Der hatte eine AK und alles. Wieso geht er überhaupt da rein? Ich verstehe das nicht. Ich wollte noch die beiden Häuser abchecken, ey. Dann kommt mir dieser Typ da entgegen, ey. Ja, aber gut, jetzt bin ich ganz froh, dass er da kam. Aber ich hätte mich... Das ist Zombie. Also jedenfalls ein Zombie. Für die despawn? Ne, da vorne läuft er. Wenn man diese noch Spawn geht, Zero. Ne, machen wir wieder 400 hoch natürlich. So. Na, wo kommt er denn jetzt? Wie ist er denn da hingekommen? Der muss ja... Ich bin ja hier runtergerannt und bin den Weg hier wieder lang gelaufen. Er muss ja aus der Leiter glitscht dann hier lang. Da... Nee. Hä? Da ist da eine Leiter, da runtergegangen, da hin? Was will er da denn? Ja, gut, ich könnte echt, hätte echt da sitzen können, aber... Ich glaube nicht, dass ich mir gerechnet habe, dass ich abgehauen bin. Aber ich hatte echt Schweineglück. Jetzt habe ich wieder ein kleines Standbild. Okay, das war das erste. Und im zweiten Standbild gibt es keine Aufnahmepause und geht es auch direkt weiter. Zur Schule können wir einigermaßen gucken, aber jetzt fehlen mir die Spiele. Das ist ein Scherz. Ist denn Spieler gekillt worden? Er hat sich von Zombies killen lassen für einen neuen Spawn oder so. Aber hier war doch gerade noch ein Zombie. Ich war fest der Meinung, dass der jetzt hier ist. Da ist doch wieder ein Zombie. Der muss doch hier enger in der Nähe sein. Ich weiß ja, warum spawnt nicht mal ein Zombie? Einer? Wegen mir ist es glaube ich nicht. Nee, ich bin zu weit oben. Hm. Hab ich auch überlegt darauf zu setzen, aber na. Ich glaube nicht, dass es so geil ist da oben. Wenn da einer hochklettert hier, den bemerke ich nicht. Und mit Binoculars kann man mich ganz leicht da oben orten. Okay, ein Zombie in der Stadt, der hilft mir nicht gerade viel weiter. Spawn mag es auch gehen in der Leere. Zwei Zombies, okay, langsam wird spannender. Langsam kommen wir der Sache näher. Auch nur drei Leute, das ist aber auch echt knapp. Also ich finde so zum Snipen, so 10, 11, 12, 13 so. Mehr sollten es auch nicht sein, weil dann die Chance sehr hoch ist, dass da ein guter Sie-Spieler dabei ist und wenn einer den Elektro schießt, also mit dem Sniper-Gewehr schießt, dass er direkt hier hochkommt. Habe ich schon oft gehabt, wenn ich mal... Ich bin auch auf Servern gegangen, wo ganz viele Leute drauf waren, 30 Leute oder so. Da bist du gespawnt und hast kurz geguckt, immer von 10 Sekunden warst du tot. Also die campen hier oben, die Sniper. Da werden die Sniper schon bekämpft, ja. Ah, die müssen noch hier vorne sein. Da laufen noch Zombies, wo sind die denn? Oder wo ist der denn? Nur drei Leute, super. Ja, ich brauche noch eine Toolbox. Naja, zum bis ich neues Auto habe, bin ich bestimmt wieder gestorben.
Das ist ja jetzt echt ein Immunelektron, rüste sich neu aus, das glaube ich nicht. Ich würde mir sofort die Leiche versuchen wieder zu holen. Wenn er nach Karl liegt und so was. Ja, es sind ja keine Zombies, die sind bestimmt da. Ne, da taukelt noch einer rum, er kommt zurück. Aber warum sind da welche? Verstehe ich nicht. Ich fand die M107 besser. Und jedenfalls ein geiles Visier. Das kannst du jetzt ja recht zum Reinscheißen. Das kannst du vergessen. Oh, zwei Standbild. Okay, kurze Aufnahmepause.